bessere Version von dem Ganzen. Von was? Das ist von Periscope die bessere Version. Also. Ah ja. Ja. So ist die Bildqualität 1A. Aha. Das ist über eine andere App, die dann nochmal auf einer Webseite gestreamt und dann von dort effektiv. Also jetzt sind wir live in YouTube und Periscope. Wir können auch noch, jetzt auch noch live sein, gleichzeitig und mit Facebook. Ah ja. Ja. Und der Feed wird jetzt gesendet an restream.io, ist die Webseite. Und von dort, die tut es dann weiter streamen. Andere Plattformen. Aber ich habe der Chat kommt auch hier, zeigt es mir auch hier an. Gute Spielerei. Technische Spielerei. Es hat ein Wald zwischen Erzogenbuchsee und Seeberg. Ja. Und dort gegen Ende von der Wald gibt es so eine Art nicht ein Parkplatz, du kannst runterfahren, es ist so ein Parkplatz unten. Ja. Nicht die, die ganz oben bei der Straße, unten. Ja, oder irgendwo. Erstensee. Ja, oder irgendwo dort in das Wägeli, einfach wo auf der rechten Seite ist, wo man sieht. Ja. Und Dominik, jedes Mal, dass wir dort durchkommen. Hey, ja. Ja, hier sind die Schwulen, die sich treffen, die sich ficken. Hallo. Ja, und? Ist das dein Problem? Ja. Ist das dein Problem, Dominik? Ja, das ist mein Problem. Did you warn your passenger? No, I didn't warn him. I'm not fully aware that I would sleep. Dann zeigt es mir hier an, dass es von Periscope ist, oder zeigt es mir auch an, ob's. Ob du mir gewarnt hast, bevor dass du einschlafst? Ja, ob ich dich gewarnt habe, dass ich einschlafe während dem Autofahren. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich einschlafen werde? Ja. Ja, 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 so. Oh, we are not in Arizona. No, we're not. Aber sie fragt ja immer, wer in Arizona ist. Aha. Oder Bad Rap. Rap ist der Rick. So, as far as I know. Wieder im Tunnel gehalten. Ja, ja. Das Trockene gesehen. No, it's not Michelle, it's Daniel. Hallo. Wer ist das? Lope. Hallo, Lope. So, heute Morgen, ja. Bevor es hier anfängt zu regnen, gehe ich einfach rüber zum Sandra fragen, ob ich den Fademeier habe. Und jetzt regnet es. Hallo, Megan. Hallo, hallo. Hey, Cindy. So, yeah, as you can see, it's very rainy today, so shitty weather. But, and it's 11.5 degrees Celsius right now. Yeah, okay. Daniel. Yes, indeed, Daniel.
sorry, jetzt habe ich den Namen falsch geschrieben. Ja, ja, Daniel. Ja, ja. Nein, nein, Donnell. Aha. But that's correct. Yep. So, never heard of a what the antelope? What's the catch? Das hasse ich. Weißt, es gibt Leute, die fahren auf der Überholspur, aber sie fahren mit 90. Mit 90 auf der Überholspur, sie überholen nicht. Nein, wir fahren 3 Stunden lang irgendwie nicht mehr dran. Anstatt hinten dran zu bleiben, fertig. Nein. Schleichen eins im Zeug um. Komm, wir fahren weiter auf der linken Spur. Wir blockieren alle, blockieren, aber wir fahren auf der linken Spur. I can speak loud, no problem. Sometimes I give him some English lessons. No, he has to write something and he asked. So I told him how to do. Oh, that's schon ziemlich gebrochen da hinten, ne? Ja. Aber das ist nicht so schlimm. Du, wenn du es nicht siehst, vorne das Display nicht gerissen ist, spielt es nicht so rum. Das Telefon hat hinten auch noch Glasfläche. But he can speak very well French. Oh, Galaxy S8. Ah. Galaxy S8. Okay. S8.
Does he know? Yes, he knows that. What's the problem? Sam Kingsbury. Yeah, he knows. Send feedback to Samsung? No, to my beauty. Add application. Erstmal lasse ich es aufmachen, kommt das. Mache die Close-App. Ist ein Kloner. You. Okay, Cindy, have a good time. Have a nice work. Yeah, you have to go to work first then. Okay, goodbye, ladies and gentlemen. It's raining. And it pours down like rain. Der Multi-App. Ja. Habe ich schon den Game noch 24 Mal kopiert. Aber hier kann ich mal einmal. Ja. Ja. Zu wenig Power, eh? Ja, ja, ja. Und ich habe zwei Multi-App einfach vorgeladen. Ja. Beide funktionieren nicht. Im Game jetzt, dass man jeden Mittwoch ein Monster-Event macht. Ja. Jeder killt viel Monster. Man bekommt sehr viele Geschenke. Saleton par chez toi. Saleton par chez toi, ja. So weiter. Oui. Oui, oui. Saleton. C'est venu après la France. Hein? Hier, il neigeait, il pleuvait à Paris, puis aujourd'hui, il pleut en Suisse, quoi. Ils ont dû interrompre tous les matchs hier à Roland Garros. Yeah. Tous les quarts de finale. Point. Ah, il y a du extrême. Je crois que je suis là. Actuelle. Ah, ça j'ai jamais dans un mini. Non,
Aber der Verbrauch. Ja. Ja, wir 10 mehr. Ja. Wie ist es exakt? Aujourd'hui, on saura si Djokovic qui passe en demi-finale. Ouais. Parce que son... Federer ou Spinks, comme ça. Celui qui joue contre Djokovic, ben, il aime beaucoup Roland Garros. Mais c'est un numéro 5 mondial. Bon. Je me rappelle plus son nom. Bon. Interessiert mich zu wenig. Donc quand j'écoute la radio, j'entends. Ja, ja, normalement. Aber... Ich bin ja auch eher mit solchem Zeug beschäftigt, wenn ich runterfahre als mit dem Rad. Ja. Aber ich fahre auch viel ohne das. Ah ja. Durchgegangen. Ja. 1-0 für Portugal und nachher Penalty hat er nicht für die Schweizer gegeben, aber nachher passiert etwas einfach auf der anderen Seite bei den Schweizer. Ja. Aber zuerst macht der Schiedsrichter Penalty für die Portugiesen. Nachher sagen sie Video und er schaut auf Video und sagt Penalty für die Schweizer. Ich weiß, du weißt es. Und dann plötzlich sind die Nachrichten gekommen. Ja. Da, wo der Journal von der Nachricht hat gewusst, 1-1. Ja. Der hockt, nimmt der Antenne, 3-1. Ja. Ronaldo, bra, bra! Ja. Er hat 3 Goal geschossen, Ronaldo. Oh, really? Yeah.
wünschen heute 60. Aha, Malheureux, weißt du, was das heißt? Unglücklich. Man schickt ein Malheureux. Schlechte Zeit. Mal. Ein Mann. Genau. Glücklich. Ja. Pensioniert seit dem Mann. So viel Mal. Seit 7 Stunden. Ja. Ja. Sie sind wieder da, ja? Zum Abschied. Also wir wissen nicht, ob es einfach das Essen war zum Abschied oder ob sie ihm das geschenkt haben. Ja, ja. Haben wir noch nichts gesehen. Weil ich sehe, das ist mein Abschiedgeschenk. Ja, wo ist das Essen? Das ist auch der Grund. Nee, er sieht ganz neu aus. Ja, nein, er ist einfach umgestanden. Er sieht immer neu aus. Das ist mein Abschiedsgeschenk, hat er geschrieben. Schön. Also als Geburtstaggeschenk hätte er sich gewünscht, einfach zum Teilnehmen einen Lift kaufen für die Öffnung. Ja, ja, eben will ich. Motorrad heben. Ja. Er macht viel mehr mit dem Auto. Ja. Wenn nicht mehr bei der Feuerwehr ist, kann er den Auto in der Garage nicht tun. Ja. Der Auto hat mich heute Morgen vielleicht ab 8 Jahren gerufen. Ja. Bin ich nicht aufgesehen. Ja, ist gut, was du hast gemacht. Ja. Wie lange hast du geschafft? Ja, bis um 2. Also, ich schreibe bis um 3. Und nicht der Mischu. Der Mischu zieht dir eine Stunde ab, aber der Auto wird aufrunden. Wegen Heimfern. Wo ist das Auto jetzt? Schlott. Schlott. Aber wo ist sie dort? Von Düding ist das. Jetzt nach der Blitzanlage, oder? Ja. Da geht so ein Stützchen auf, genau dort. Oho. Nicht gut. Nehmen wir noch gerade Raststätte und Ski, so wie der Raststätte dort rausfährt. Angestellt. Ist sie immer noch dort? Nein. Es ist dann nachher abgeschleppt worden. Ja, weil die Versicherung über die Versicherung. Ich ab, gell? Ja. Die Versicherung
nicht einen Abschleppservice gehabt. Also, das hat es mir nichts gekostet. Ja, dann gehört es mir. Am ersten Auto, das ich muss Abschied hat, muss ich nehmen musste, hätte ich das können, zum Metall zurückbringen, weißt du? Ja, ja. Hat der DTS sogar die 100 Franken gezahlt. Du sagst es vielfach, dass du schon in der Autoversicherung selber im Prinzip schon Abschleppdienst drin hast. Ja. Gar nicht mehr musst du TCS zusätzlich haben. Schon Assistenz und so. Ja. Mit dem Matt hatte ich mal Probleme und habe gefragt, einfach mit der Matt-Assistenz. Und ich habe mir gesagt, das kostet so viel. Und ich habe gesagt, ja, danke schön, ich würde den Radar haben. Das ist nicht gratis beim Metz. Spinnentier oder was? Geradeaus, hä? Nein, rechts. Rechts. Gefahren, das erste Mal vor 2 Wochen. Hä? Kein Gump mehr? Ja, ja. Weißt du, wie es ist? Ja, das Schlimmste ist, dass die jetzt auffliegen. Auffliegen? Ja. Weißt du, wo du bist? Ja, ja. Das ist bei mir in der Nähe. Ja, das ist dort, wo du jetzt parkiert hast, gehst du dort rechts und dann wieder links. Ja. Also über die Autobahnbrücke. Und dann die nächste links, das ist, und dann kommst du dort zu Emmen, dann fährst du über 5 und dann kommt der Hurenbahn-Dings irgendwie dort. Aber ich habe etwas nicht gemerkt. Ja, nicht viel. Ja. Vorher ist aber richtig. Ja, kann schon sein, ja. Ja. Ja, das erste Mal, als ich hier gekommen kam, weißt du, auf die Rodo zeigt und so etwas, weißt du? Ja. Nächste Woche. Nachher habe ich gedacht, ja, ich gehe GoPro und gehe tanken. Ich bin gerade bei Manzio vorbei. Samstag am Morgen bin ich mal bei 11 bei Manzio gekommen. Ja. Ja, so schauen wir uns an, wir diskutieren ein paar Minuten und so. Und dann gehe, ah, bleibst du beim Essen? Ja. Ich bin immer eingeladen. Ich sagte, ich komme mit euch, ich komme wohnen, wenn du brauchst. Ja, komm, wenn du willst, komm essen. Hat er mir gesagt. Ja, das ist schon schön. Dann war der Bruder vom G mit ihrer Frau. Ja. Ja. Und sie kocht Thai für sie und Schweizer für uns, weißt du? Ja. Der Bruder. Ja, der wohnt im Laos. Wahrscheinlich sind sie weniger scharf essen als in Thailand. Ja, und dort kannst du anders essen. Hä? Ja, schon wie seine Bekannte, Theresa. Die kommt auch immer schon teil. Die kommt auch immer da in die Ferien, so im September, in der Rahmen zum und dann wohnt sie eben bei ihr daheim. So zu erleben. Ja, das kommt in die Hände.
Ich habe so eine Art Migro da mit dem Migro Lino, aber teurer als der Migro. Migro Lino? Ja, die Tankstelle ist immer teurer. Schon. Dominini, warum kaufst du ein Copranto? Das ist viel zu teuer. Warum geht dir das etwas an? Hey, Leo, du hast immer mit gegendummen Gegenfragen antworten. Wieso musst es du es zahlen? Hier ist eine Bäckerei, hier ist der Denner und so. Und dann reden sie noch Französisch hier, hä? Ja. Gott, hätte ich das Glück, oder? Ich bin halt aus, hä? Yeah, it's raining here too. Das ist eine ganz neue, moderne Stadt. Ah, gell? Theresa! Das ist sie. I just spoke about you when you come to Switzerland and then cook at Chiel's place very spicy stuff. Ja. Die wo Picknick da. Sauber Joe. Nimmt jetzt ein Picknick. Machst du das auch gern? Ein bisschen Autowäsche, dass die Drahtkäste rausputzen. Aber heute ist es auch blöd. Nein, wir kommen nicht durch. Weißt du, am besten soll, eigentlich soll jetzt das zu verkaufen. Ah nein, das sind Socken. Was? Das sind Socken, die sie verkaufen. Aha. Das ist nicht das Grundstück. Ich hätte jetzt gerade Grundstück sollen kaufen. Ja, der Otto hat gesagt, er was am besten verkaufen. Wenn einer durch will. Ja. Keine Lampe machen. Gut, also. Yeah, it's lacking a lot. I know, I'm sorry. Sometimes you have to live with it. So. I'm anyway, I arrived, so thank you for watching and I hope you have a good time, Theresa.